Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mit in den Stall und heute gehen wir ausreiten. Gehe ich mit zwei Freundinnen ausreiten und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, es ist dann doch nichts geworden mit Ausreiten. Ich bin dann zu meiner Donna, habe sie geputzt, weil bei uns ist einfach zu stürmisch gewesen. Und jo, jetzt wie ihr seht, haben wir ein bisschen die Pferde geblödelt, sind bei ihnen gesessen. Donna hat natürlich nur gefressen. Ja, also haben wir einen ganz gemütlichen Tag verbracht im Stall. Hier seht ihr meine Freundin Zappi, da die Martina. Wir sind einfach neben den Ponys gesessen, haben geputzt, den Stall geputzt. Und ja, war dann etwas gemütlich. Da sind sie auch nochmal die Donna. Habe dann eine Frisur gemacht, hat sie ein bisschen verschönert, weil wir ja nichts machen konnten, wenn es so schlimm gegangen ist. Was sagt ihr zu dieser Frisur? Gefällt euch die? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach ein bisschen ein Video, wo wir die Donna freispringen lassen haben. Das machen wir eigentlich öfters, dass wir die Pferdchen freispringen lassen, dass sie sich richtig durchstrecken, durchdehnen. Und für die Donna ist so ein kleines Hindernis gar nichts, wie sie es jetzt. Also das geht im Trab mit einem Sprung, mit einem Hüpfer drüber. Ja, das ist jetzt nicht mit meiner Donna, wie ich hier arbeite. Ich mache irrsinnig gerne Bodenarbeit. Das bindet einfach oder stärkt die Bindung zum Pferd. Da schafft man einfach eine gute Basis zum Vertrauen. Und dann tut man sich viel leichter auch, wenn man reitet. Das Pferd vertraut einem dann ganz anders, wenn man vom Boden aus das Ganze schon ein bisschen mehr verfestigt. Machst du eigentlich auch gerne Bodenarbeit mit deinem Pferd? Schreib es mir auch gerne in den Kommentaren. Und ja, zurück nochmal. Hafenmaus. Bei meinem vorigen Video mache ich ja gerade ein Gewinnspiel. Ich verlinke euch das Video in die Infobox und kostenlos abonnieren. Daumen nach oben und tschüss!